Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ja, die Kitty hier, deine Handarbeitstrolli und die mal immer wieder zu spät dran ist mit Sachen. Ich möchte gerne einen Ölung starten. Und zwar möchte ich starten. Den Friendship Along 2024. Warum? Ja. Folgendes. Am 30. Das ist ein Dienstag. Dienstag, der 30.07. ist der internationale Tag der Freundschaft. Und ich möchte das ein bisschen zelebrieren. Ja, ich weiß, es ist etwas kurzfristig, aber es ging einfach nicht anders. Privat und Arbeit und alles zusammengemixt. Ja, hat da so seinen Anteil. Ich möchte diesen Friendship Along 2 Monate laufen lassen. Das heißt, bis zum 30.09. Und es soll halt darum gehen, schnapp dir deine Freunde oder deinen Best Buddy und arbeite mit ihm am gleichen Projekt. Ja. Und über die 2 Monate. Du kannst dabei Payton oder Sticken. Wie sollen die Regeln sein? Beim Diamond Painting solltet ihr euch, also nicht an einem gleichen, also nicht an dem exakt selben Bild, sondern dem gleichen. Ja? Heißt, jeder arbeitet am gleichen Motiv. Und zwar sollte das Minimum 30 mal 30 Zentimeter sein. Es können auch angefangene Projekte sein. Hauptsache die 30 mal 30, die sind noch übrig. Beim Sticken könnt ihr an einem Stickbild mit der Minimalgröße von 30 mal 30 Stichen arbeiten. Worauf zu achten ist, bitte, dass ihr, weil ich möchte die Bilder, also ich möchte Facebook und Instagram mit dazu holen, dass man da unter dem Hashtag Friendship Along seine Bilder teilen kann und ich am Ende einen Zusammenschnitt machen kann von Bildern oder von Leuten, die mitgemacht haben mit entsprechenden Bildern. Und deswegen brauche ich halt einfach Bilder, oder, die halt lizenziert sind. Also bei Diamond Painting Bildern bitte lizenzierte Künstler nutzen, Künstlerbilder nutzen, ebenso bei den Stickbildern. Na, also, dass nicht an Asia Kids gearbeitet wird, sondern eben an lizenzierter Kunst. Ja. Jetzt ist ja gerade so ein großes Thema auch mit AI-Bilder. Ja, nein, also wir werden ja damit mittlerweile überflutet. Ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich selber möchte nicht an AI-Bildern arbeiten. Ihr könnt AI-Bilder nutzen. Jeder entscheidet für sich. Aber, und jetzt kommt das bitte, aber, das große. Ähm,
diese AI-Bilder bitte nur aus Shops die auch lizenzierte Künstlerbilder anbieten. Das heißt, hier zum Beispiel in Deutschland würde mir da anbieten. Reden und schreiben gleichzeitig ist nicht so einfach. Also in Deutschland würde das zum Beispiel Dini Schnickschnack sein, die ja sowohl AI-Künstler mit dabei hat und auch reguläre Künstler, echte Künstler oder auch Pichu Monat. Da ist es zum Beispiel ganz schön gemacht bei ihr. Wenn du da bei David Painting eine Auswahl treffen möchtest, kannst du wählen, entweder in die Rubrik Künstler oder in die Rubrik AI-Bilder. Also da ist es sehr schön aufgemacht, das finde ich sehr gut. Da könnten sich andere Shops dann doch eine Scheibe von abschneiden. Das finde ich gut. Somit kann man entscheiden, möchte man die echten Künstler unterstützen oder die AI-Künstler. Oder Diamond Painting Deutschland wäre auch eine Anlaufstelle. Genau. Also ich möchte es nicht grundsätzlich verteufeln. Ich für mich möchte damit nicht arbeiten. Aber ich möchte da auch jedem die Freiheit geben, diesbezüglich zu entscheiden. Bloß nicht aus Ländern aus Fernost, wo halt ja ein sehr großer Anteil der Bilder halt einfach geklaut ist. Ja. Genau, also ich werde dazu eine Facebook-Gruppe gründen. Jetzt kann sie schon wieder nicht schreiben, wen sie redet. Auch auf Insta könnt ihr gerne unter diesem Hashtag FriendshipAlong 2024, hier müsst ihr das natürlich zusammenschreiben, ohne Leerzeichen oder ihr macht einen Unterstrich. Das wäre vielleicht auch nicht. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. Also FriendshipAlong 2024. Ich setze den dir unten noch einmal rein. Entweder, also ich würde dann nach zwei Sachen dann immer suchen, dass ich halt auf Instagram das angezeigt bekomme. Oder du text mich unter meinem Instagram-Account einfach mit an, dass ich halt eine Nachricht kriege, hey, hier hat jemand unter dich getaggt, hat, will dir ein Bild präsentieren, na bitteschön. Genau, vielleicht kriege ich das auch hin, dass ich da in den Reels da irgendwie die Bilder dann mit einstellen kann. Ich hoffe, ich bin nicht so ganz Instagram führen. Ja. Auf Facebook, wie gesagt, ich werde eine Seite erstellen. Die Infos dazu findest du auch unten in der Infobox. Ich werde auch, Heidi von Craft & Fetting hat ja auch eine Instagram-Gruppe, wo man eben laufende Alongs mit posten kann oder dich darüber informieren kannst. Genau, das werde ich machen. Und dann werden wir schauen, wie viel da zusammenkommen. Ich werde am Ende so eine kleine Verlosung machen unter all den Teilnehmern, die eben ihr Bild geschafft haben. Und ich habe ein bisschen was privat eingekauft. Vielleicht möchte sich noch jemand irgendwo beteiligen. Mal gucken.
dass ich im Laufe der Zeit, je nachdem, wie viele zusammenkommen, weil wenn bloß drei Leute da mitmachen, dann brauche ich dann natürlich auch keine Shops oder irgendwen anschreiben. Das wäre ja sinnfrei. Also ich werde mir meine Best Buddies schnappen und werde versuchen, an zwei Diamond Paintings zu arbeiten, beziehungsweise zwei Diamond Paintings fertigzustellen. Natürlich wird es dazu auch noch Lives. Ich hoffe, ich nenne jetzt mal die Mehrzahl, aber ich denke, dass wir zumindest mehr als ein Live zusammenkriegen. Wenigstens mit mir alleine und hoffentlich auch mit Best Buddy dabei. Ja, also das, wie gesagt, möchte ich gerne für dieses Jahr noch starten. Es tut mir, wie gesagt, unheimlich leid, dass es so spät ist. Aber besser spät als nie. Ich denke, es gibt so viele Kategorien, ob Tiere, ob Essen, ob irgendwas. Aber so die Freundschaft, das hat mir immer noch so gefehlt. Und dementsprechend nutzen wir einfach den Tag der internationalen Freundschaft und zelebrieren unser Hobby und unsere Freunde gemeinsam. Das finde ich eine gute Idee. Und dann hoffe ich, dass ich ein paar zusammenfinden. Ich würde auch jetzt nicht, ja, weil es Themen, also ihr könnt themenmäßig machen, was ihr wollt. Ihr könnt parallel natürlich auch mit anderen Longs arbeiten. Es laufen so viele, ja, Christmas in July oder ja, ich weiß es alles gar nicht, was es alles gibt. Im Stickbereich auch. Also da hat er jetzt zum Beispiel Tanja führt monochrome Sticken ausgerufen. Also ihr könnt parallel auch an den anderen mitarbeiten und dann hier euch mit reinschreiben. Gar kein Problem. No, bloß eben, wie gesagt, unter folgenden Prämissen, dass ich halt eure Fotos dann eben posten kann. Genau. Ich hoffe, alle sind noch wach und ein paar freuen sich. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dazu auf jeden Fall nochmal wieder. Bis dahin sage ich, bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich, tragt die Hörnchen aufrecht und hoffentlich hier. Bis bald. Tschüss.